Happy birthday! Also, wir machen in 72 Stunden eine neue Feuerstelle und malen die Wand nicht himmelblau, sondern weiss mit einem Baum. In 72 Stunden macht die Vati Wolle. Der blaue Ring Wolle. Und die Jungwacht Wolle. Ein Dorffest, eine Bühnenshow und ein Flashmob. In 72 Stunden macht die Jubla-Mini-Show aus unserer Ruhr einen grünen Strahl. In 72 Stunden machen wir Jubla-Winznau der beste Waldspielplatz auf Erden. In
In 72 Stunden machen wir von Jaul einen Barfussweg. In 72 Stunden machen wir von der Pfarre Alten Bänkli für die Stadt Alten und einen Brunch. Yeah! In 72 Stunden macht Jubla Herkinger ein riesiges Open Air. In 72 Stunden machen wir von dieser Jungwache Boswil die ganze Unterführung von der Schule neu. In 72 Stunden hat Sevi Grenichen jensten Leuten im Haushalt und im Garten geholfen und somit viel Geld verdient. In 72 Stunden haben wir vom Blauring Aarau Fallab gesammelt und daraus mega viele feine Sachen gebacken. Und Spenden geben wir dann anschliessend an Caritas geben für die Flüchtlinge. Nein, ich muss die Muffins rausholen. In diesen 72 Stunden hat Sevi Staufen ein grosses und 52 kleine Insektenhäuser gemacht. Bei der 72-Stunden-Aktion machen wir mit dem Jugendgutkreuz Zofingen ein Wahlprojekt mit Flüchtlingsfrauen und ein Spielprogramm für Kinder. In 72 Stunden bauen wir hier das berühmteste Steckeli in ganz Grätzenbach neu. In 72 Stunden macht Kadi Grenchen ein Unkenzünftchen. In 72 Stunden macht Paddy Mucelle und Jubla Eckewil und Wieden ein neues Waldsofa. In 72 Stunden bauen wir den Blauring Kirchdorf und Steffi Nussbaume und den Paddy Nussbaume den Spielplatz von Alt in neu auf. In 72 Stunden macht Paddy Solothurn drei Unkenzünftchen. In 72 Stunden machen wir einen Erlebnisparkour durch ganz Mellingen. In 72 Stunden hat Gilo Lengendorf den Weitenparkour hinten im Wald neu aufbauen und den Bach reinigen. Und wir schlafen. In 72 Stunden macht die Jungste Zuchu ein Fest von der Nation. In 72 Stunden macht die Pfadi-Abteilung Gerlafringen Biberist ein Spaghetti-Blausch hier im Kirchgemeinshaus zu Obergerlafringen. Das eingenommene Geld wird für einen guten Zweck gespendet. In 72 Stunden macht der Zevi Gebersdorf ein Heftchen mit einem Erlebnisweg drin. In 72 Stunden haben wir von den Spreuz Küsse zusammen in den Armen. Der Countdown läuft, der Kopf ist rot. Alle Hände ein grosses Ziel, dass wir junge Leute in der ganzen Schweiz von Genf bis zum Bodensee krempeln wir die Ärmel durch, legen los, packen an. Jetzt gibt's Action, Power, Spannung, miteinander schaffen wir gar. Wir sammeln Geld für einen guten Zweck, wo die Füße komplett um.
unten in der Bridge.